der Weg eines Priesters oder das Priestersein ist wirklich was Schönes. Und ich habe in meinen jungen Jahren, nachdem ich sozusagen diesen Ruf erhalten habe, hatte ich wirklich Angst, ich werde diesen Schritt nicht, sozusagen, ich werde mich nie trauen, diesen Schritt zu tun. Und dann werde ich einmal alt sein und deprimiert und traurig, weil ich es nie gewagt habe, den Weg zu gehen, den ich erkannt habe. Man macht sich viele Gedanken, wenn sozusagen die Frage, wenn man sich mit der Frage beschäftigt, soll ich nun Priester werden oder einen anderen Weg gehen? Bei mir waren es jedenfalls tausend Gründe, die dagegen gesprochen haben. Ein großer Grund war auch, weil ich mir das nicht zutraute. Aber diese Gründe sind sozusagen Schritt für Schritt sind sie zerbrochen. Und Gott argumentiert nicht, sondern er sagt nur, komm. Ich habe viele Gegenargumente gefunden und ich habe 2 Jahre lang mit Gott verhandelt und gekämpft, auch mit mir selber, bis ich schließlich kapituliert habe. Und diese Kapitulation war sozusagen mein größter Sieg. Also Gott traut uns Wege zu, die wir auch gehen können, wenn wir auf ihn bauen. Ich erinnere mich oft an dieses Schriftwort, ohne mich könnt ihr nichts tun. Mit dem Herrn können wir wirklich alles vollbringen und er führt uns Schritt für Schritt. Wenn ich gewusst hätte, in diesen Jahren der Entscheidung, wo es einmal hingeht, dass ich einmal Regent sein soll, da wäre ich so erschrocken, dass ich wahrscheinlich den Weg nie angefangen hätte. Aber Schritt für Schritt führt uns der Herr und er führt uns in eine gute Zukunft. Was wir brauchen, ist einfach Vertrauen zu Gott, dass er es gut mit uns meint.